Hallo und willkommen zurück bei Fishing Planet. So, in Louisiana, da sind wir immer noch im Level 26 Gewässer und hier hatten wir ja in der letzten Folge erfolgreich auf Alligatorhecht geangelt. Und jetzt geht's weiter. Jetzt möchte ich mit euch zusammen auf den blauen Katzenwels angeln. Und den finden wir hier so in diesem Bereich. Und da gucken wir gleich mal, was wir für Ausrüstung haben und so weiter. Sumpfiger Freiraum wäre jetzt der Angelspot. So, Ausrüstung bleibt gleich. Und was sehe ich da schon? Hier die Haltbarkeit meiner Rute und meiner Rolle, die, naja, die geht zur Neige. Da müssen wir die bald mal reparieren, aber das können wir jetzt nur zu Hause. Das heißt, da müssen wir jetzt den Teich verlassen. Da würde ich sagen, machen wir mal die Folge noch und dann werden wir uns von hier verabschieden. So, da sehen wir, haben keinen Köder. Moment. Quatsch, Inventar und Rucksack. So. Angeln tun wir hier mit einem besonderen Köder. Oder Moment, ich zeige euch das erstmal mit dem anderen. Genau, der andere ist natürlich hier der Krebs. Da können wir auch mal schauen. Fischarten. Blauer Katzenwels gibt es in Trophäengröße. Und dabei ist halt besonders gut Blutegel, Schnittköder, große Elritzen und Krebs. Den haben wir dran. So, dann geht es gleich mal los. Nehmen wir hier einen zufälligen Chatroom. Und gehen wir mal fischen. So, als allererstes werde ich mal einen Tag vorspulen. Habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass... Nee, rückwärts können wir leider nicht klicken. Dass die Welse besonders früh morgens beißen, ab 5 Uhr. Das stellen wir mal ein. So, einen Tag vor wird der Kescher geleert. Okay, ja super, jetzt haben wir natürlich hier Regenwetter. Aber nützt nichts. Ist jetzt ein bisschen schlecht zum Erklären, aber ich versuche es trotzdem mal. Normal gehe ich bis hier vor ins Wasser. Angeltiefe ist 1,70 Meter. Und dort, wo meine Angelspitze hinzeigt, da ist so ein größerer Baum. Und den peilen wir so ein bisschen an. Und dann schmeißen wir so 42, 43 Meter weit. Und wenn wir dann eingekurbelt haben, dann sollte sich auch der Schwimmer ordentlich hinstellen. Und dann haben wir den richtigen Punkt erwischt. Wenn wir jetzt ein bisschen zu weit rechts werfen, dann bleibt der Schwimmer auf der Seite liegen. Das heißt, da sind wir falsch. Wir müssen dann ein Stückchen rüberrücken. Gut, das heißt, jetzt warten wir ab. Wie gesagt, Angelköder ist jetzt Krebs. 400er Haken, das reicht vollkommen aus. So, da klingelt's. Ja, blauer Katzenwels oder der getüpfelte Gabelwels, der treibt sich da rum. Den hatte ich jetzt auch schon hin und wieder gefangen. Kann man sagen, so als Beifang. Aber vorrangig geht's eigentlich hier auf den Katzenwels. Und Hammern, ja. Und da wollte ich sagen, ja genau. Krebs, Scheiner, Schnittköder. Da habe ich jetzt eigentlich immer so Größen von 8, 9 bis 10 Kilo gefangen. Und aber die Trophäengrößen, die habe ich jetzt wirklich mit einem anderen Köder gefangen. Den zeige ich euch jetzt auch gleich mal. Aber ihr seht, hier haben wir auf jeden Fall schön Wels dran, der zieht ab. Ja, Regenwetter ist sowieso das beste Angelwetter, was es gibt, wenn es regnet und sogar noch ein bisschen windig ist. Ah, jetzt lässt er sich einkurbeln. Ja, da sieht er,
Da seht ihr auch mal, wie die Balken mit einmal hochschießen. Also da zieht er nochmal richtig ab. Ja, ist ein bisschen hartnäckig. Aber so sollte es auch sein. Dann seht ihr wenigstens, der Spot funktioniert super. Oh, hier. Kollege neben mir. Oh, jetzt nimmt er Schnur. Jetzt können wir ihn ja nicht mehr halten. Ja, größere Route geht momentan nicht. Also das ist jetzt meine stärkste Route, die ich überhaupt habe. Jedenfalls auf Pose. Aber jetzt haben wir ihn. Komm, 4 Meter ist er. Und da kommt er. Nicht schlecht. 11,9 Kilo. So, Rang 2. Ja, was Rang 2? Ach ja. Ich bin ja bereits maximal Level 40 und danach geht es mit Rängen weiter. Und das war jetzt Rang 2. So, jetzt haben wir den gefangen auf Krebs. Jetzt möchte ich euch aber mal... Was? Ich habe da keine Rute im Wasser. Moment. Müssen wir nochmal kurz einkurbeln. So, passt mal auf. Jetzt haben wir einen Krebs gehabt. Und da haben wir auch gesehen, dass Krebs zu den Ködern zählt. Und jetzt wollte ich mal... Wo ist er denn? Mit Frosch angeln? Habe ich keine. Komisch. Gesagt, ich hatte mir noch ein paar Frösche zugelegt. Gab es hier zu kaufen. Ach nee, Krebse sind das hier. Schade. Ach, hier ist der Frosch. So. Okay, so, passt mal auf. Dann nehmen wir jetzt mal einen Frosch hier. Hat natürlich hier ein sehr hohes Gewicht, aber wir haben ja eine starke Rute. Jetzt hauen wir mal mit dem Frosch genau an dieselbe Stelle. Und ich hatte ja, wie gesagt, vorher schon mal ein bisschen getestet. Und auf Frosch habe ich jetzt gleich mehrere Wälze in Trophäengröße rausgeholt. Also es scheint, dass der Frosch größere Wälze fängt. Ja, wenn ich jetzt gerade so meine Angel, meine Rolle sehe im gelben Bereich, ich werde wohl doch mal das Gewässer verlassen müssen. Wir werden jetzt mal noch einen blauen Katzenwels fangen. Dann zeige ich euch noch mal kurz die Stelle von dem Flachkopfwels. Da testen wir auch mal auf Frösch. Das habe ich natürlich jetzt noch nicht gemacht gehabt. Da habe ich bisher immer mit Krebs und Schnittköder geangelt. Aber da hängen wir mal ein paar Frösche dran und dann gucken wir da mal, ob wir da auch so eine große rausholen. Ach, schade.
Das war nix. Warum auch immer. Ja, aber so ist das beim Angeln. Nicht jeder Anschlag sitzt. So, aber nicht verzagen. Gleich nochmal. Ja, frühe Morgenstunden oder späte Abendstunden, das heißt so unter Dämmerung. Das sind eigentlich sehr gute Zeiten, um auf Wels zu gehen. Jetzt haben wir ihn. Ja, da ist immer sehr viel Schnurr draußen. So, das gleiche Spiel nochmal. Diesmal mit Froschköder und ihr seht, der zieht genauso ab. Nimmt sogar Schnur mit. Meter. Na, wo macht denn der hin? Einmal quer durch die Bäume. Ja, da bin ich jetzt selber mal gespannt, ob es einer in Trophäengröße ist. Einzigartige gibt es ja nicht. Aber ich glaube, Trophäengröße ging auch bis... Waren es hier 30 Kilo, 25 Kilo? Also die wurden schon verdammt groß. So, na los. Na los, komm. So, ich würde sagen, da kommt er. Nee, war jetzt gar nicht so groß. 10 Kilo. Na gut, also ihr habt gesehen, wo es den blauen Katzenwels gibt. Jetzt gehen wir mal einfach hier ein paar Schritte weiter rüber. Dass wir hier so, hier vorne sind eigentlich Seerosen, die sehen wir jetzt bloß nicht, oder irgendwelches Teichkraut. Und dann werfen wir neben diese drei Bäume auf, Moment, Angeltiefe 1,40 Meter. Und dann werfen wir jetzt mal hier so knapp neben die Bäume hin. Da ist es genau dasselbe. 42 Meter, passt mal auf. Das kann ich euch auch mal zeigen. Jetzt liegt der Schwimmer schräg. So, jetzt kurbeln wir ein. 45, jetzt müsste der immer noch schräg liegen. Also, das heißt, der Köder liegt auf Grund. Jetzt machen wir auf 42. Na gut. Jetzt seht ihr, jetzt steht er gerade. Das heißt, dort ist eine Delle im Boden. Und die Wälse halten sich auch in tieferen Gegebenheiten auf. Also, das ist wirklich dann ein Weltspot. So, und hier fangen wir jetzt den Flachkopfwels. Ja, ein bisschen Geduld müssen wir haben. Ich verstehe eigentlich nur nicht, warum das Gewässer jetzt schon ab Level 26 ist.
wenn hier wirklich so große Fische drin sind. Und ich sag mal, man braucht hier einen großen Kescher, also unter 100 Kilo ist verdammt schwer, hier Geld zu verdienen. Und ihr seht auch, eine große Ruderolle brauchen wir ebenfalls. Und mit Level 26, ich glaube, da sind die noch nicht freigeschaltet. Ja, doch, höchstens die spekulieren drauf, dass man sich diese Packs holt. Für echt Geld. Da sind dann schon mal so eine Ruten dabei. Na, da zuppelt er aber an unserem Frosch dran rum. So, da hammern. Müssen wir mal schauen, hier gibt es auch Beifang. Den getüpfelten Gabelwels. Den wollen wir natürlich eigentlich nicht haben. Aber das könnte einer sein. Nee. Echt ein kleines Exemplar erwischt. Ein 8 Kilo. Das geht besser. Moment. Da müssen wir nochmal auswerfen. Oh, 40 Meter. Hm. Müssen wir probieren. Also das ist unterste Grenze, was ich angle. Normal immer 42 Meter. Den Hammer. So, und jetzt ziehen wir bitte ein bisschen ab. Dass wir auch noch einen großen fangen. Ich möchte immer zeigen, was hier abgeht, so an dem Teich. An den Spots. Ja, wie gesagt, wenn ihr jetzt schon den Frosch euch holen könnt, versucht das ruhig mal damit. Der ist zwar jetzt relativ teuer, aber man fängt da wirklich große, große Welse damit. Ja, die lassen sich auf jeden Fall leichter ranziehen. Wie die blauen Katzenwälse. So, da haben wir ihn. Oh ja, der ist eine Nummer größer. 40 Kilo. Gut, was macht man? Fangen wir noch einen? Einer geht noch. Einer geht noch. So, ich sehe mal, Schwimmer steht. Nee, richtet sich auf. Perfekt. So, wie lange haben wir geangelt? Ich glaube eine Ingame-Stunde und 45 Kilo haben wir bereits im Kescher. Und ich sag mal, so viel Geld hat das jetzt nicht gebracht. Und stellt euch mal vor, ihr habt jetzt nur einen 70 Kilo Kescher. Den müsst ihr fast schon wieder ausleeren und einen Tag vorspulen. Kostet ja auch wieder Geld. So, gut. Alle guten Dinge sind drei. So, Balken. Hm. Gehen nicht wirklich hoch.
Das sieht aber nach so einem Gabelwels aus. Ja. Getüpfelter Gabelwels. Gut. Da haben wir noch Nummer 3. Haben wir alle Wälse durch hier. Und damit würde ich jetzt mal die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, euch hat es ein bisschen geholfen. Wenn ja, gebt mir den Daumen nach oben und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.